Guten Morgen und herzlich willkommen in der Stube von der Life Church Wiel. Schön, hast du den Fernseher eingestellt oder das Handy oder den Computer und geniessest unsere Sofagespräche. Heute bei mir begrüssen, wie wir auf dem Sofa, darf ich den Sascha Ernst. Guten Morgen, Sascha. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Sehr gern. Sascha, du bist verheiratet, hast 4 Kinder, bist Leiter von AVC. AVC ist Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Du hast in deinem Beruf viel mit Not zu tun, mit Verfolgung von Christen und Armut. Wie gehst du mit dem um? Ja, vielleicht ganz kurz, der Leiter vom AVC, das bin ich erst dann ab nächstes Jahr, wenn unser Missionsleiter pensioniert wird, der Daniel Hofer. Ja, deine Frage, wie gehe ich persönlich mit Not um? Hat sich natürlich mit der Arbeit in einer Branche, wo ständig Not ist, wo jede Woche irgendwie eine Not anklopft an der Tür, wo Leute anrufen von Afrika, aus Indien, aus Pakistan und Hilfe brauchen. Hilft mir grundsätzlich, dass ich weiss, dass ich von einer gefallenen Welt, von einer gefallenen Schöpfung, von Menschen, die Gott nicht kennen, dann habe ich schlichtweg keine Erwartungen. Das ist das, was mir geholfen hat. Und ich habe kürzlich mal meinem Kind gesagt, weißt, wenn ich Jesus nicht hätte, dann wäre ich noch viel ein schlechterer Mensch. Oder? Und darum, weil die Erwartungen so tief sind, eine Welt, die Gott nicht kennt, und die meisten kennen ihn nicht, hilft mir das eigentlich auch mit der Not dementsprechend umzugehen. Es ist fast wie normal. Es ist also nicht, ich glaube, es ist nicht normal, dass wir das Leben leben können, wie wir es in der Schweiz haben, wo wir wirklich sagen können, das ist wie Sahnehäubchen auf dem Schokokuchen. Das ist nicht die Realität dieser Welt. Die Realität dieser Welt ist sehr, sehr anders. Und an die habe ich mich auch langsam gewöhnt, muss ich sagen, ja. Also dadurch, dass eigentlich viele Leute Gott gerne kennen, ist es für dich, wie hast du die Erwartungen abgeschraubt und ist es für dich so, dass einfach Armut da ist? Ja, grundsätzlich ist es so ein Mensch, der Gott nicht kennt, der weiss, ich muss nicht einmal vor Gott stehen und dem Rechenschaft geben, der schaut zuerst einmal für sich und für sich allein. Also seine 3 besten Freunde sind me, myself and I. Also ich, meiner, mir, mich. Und ich glaube, das ist halt, das sieht man wirklich dort, wo die Not riesig ist. Jeder schaut zuerst für sich selber. Ja, das sieht man gleich auch bei uns in der Schweiz, auch wenn wir nicht sehr von Armut betroffen sind. Wenn du einmal wieder zurück in die Schweiz kommst, wie gehst du mit dem um, mit dem Überfluss, den wir haben? Wirst du da nicht fast wahnsinnig von Ungerechtigkeit? Nein, ich hatte nie ein Problem damit. Im Gegenteil, Gott hat uns als Nation gewaltig gesegnet. Wir haben viel Güter, viel Finanz, die wir geben können. Und die kleine Schweiz hat auf dieser Welt, also weltweit, sehr vieles bewirkt mit humanitärer Hilfe, wo man aber gleichzeitig auch Menschen geschickt hat und die Hoffnung gebracht haben, die das Evangelium weitergegeben haben. Ich bin zudem ein Mann, es ist vielleicht auch einfacher, man kann Schubladen auf, Schubladen zu machen. Wenn ich im Ausland bin, dann bin ich voll dort, in der Not. Ich kann dann mit den Armen auf der Straße, kann ich mit denen das einfache Futter essen, das sie essen, kann mit ihnen unter einem Plastiksack schlafen. Wenn ich in der Schweiz bin, ist es halt dann wieder anders. Dann geht die andere Schublade auf und die andere wieder zu. So gut, ich kann mir das vorstellen. Ich selber als Frau wäre ganz anders. Bei mir wäre da ein Wirrwarr im Kopf und ich würde mir, glaube ich, jeden Tag Gedanken machen dazu. Du spürst viel Gottes Gegenwart, wenn du in den Ländern bist, die von Not betroffen sind. Wie gehst du damit um, dass das vielleicht in der Schweiz manchmal nicht so ist oder anders ist? Ja, also anders, wir nehmen es vielleicht anders wahr, aber was ich sagen kann, ist, viele Leute fragen mich, wieso tut Gott im Ausland, wo die Not gross ist, so viele Wunder, so viele krasse Wunder, wieso macht er bei uns so wenig? Und ich sage den Leuten immer, Gott handelt nicht aufgrund von Mitleid. Gott hat Mitleid, aber er handelt nicht aufgrund von Mitleid. Würde er aufgrund von Mitleid handeln, gäbe es keine Not mehr auf dieser Welt. Aber Gott handelt in erster Linie aufgrund von Glauben. Und wenn du den Menschen alles entziehst, wenn der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wenn sie nichts mehr anders haben, als zu Gott auszuschreien und ihn anzurufen, und das ist ja das, was vielmals passiert, in der Not ruft der Mensch zu Gott. Die meisten Menschen, die eine persönliche Beziehung
durch Jesus Christus zum Schöpfer Vater findend, ist in einer Zeit der Not. Und in diesen Zeiten der Not, wenn ich halt in diesen Ländern unterwegs bin, wo die Leute auf den Knien sind und schreien und zum Teil halt nicht 5 Minuten. Ich sage dann auch immer, mein Gott schafft nicht beim McDonald's, er ist nicht im Fast-Food-Business. Es geht nicht darum, 5 Minuten Gebet machen und denken, jetzt bricht der Himmel mit all seinen Segnungen auf mich hin. Viele Länder, gerade vor 2 Tagen mit dem Südsudan telefoniert, wo gewaltigste Not herrscht, aber die haben 24 Stunden, zum Teil länger, durchgebetet, Tag und Nacht, die ganze Kirche für die Not von Menschen, von Kranken, von verkrüppelten Menschen, von invaliden Menschen durchgebetet, bis der Himmel eben reingebrochen ist und eine heilige Stadt gefunden hat. Es ist das, was im Evangelium steht, wenn die Not zum Himmel schreit, dann braucht es gewalttätige, in Anführungs- und Schlusszeichen, gewalttätige Christen, die die vorbereiteten Werke im Himmel eben vom Himmel oben abreißen. Im Vater unser heisst es ja auch, es soll geschehen wie im Himmel, so auf Erde. Und da braucht es eine gewisse heilige Gewalt dahinter. Ein Ringen, ein Reissen, ein Gott, ich lasse dich nicht los, außer du segnest jetzt, außer du greifst ein. Und das ist das, was ich eben gesehen. Und je mehr das passiert, das Ringen auf den Knien, im Herzen mit Gott, desto mehr streckt er halt seinen Arm aus, fängt an von eingreifen, fängt an von Heiligen bringen, fängt an von Wunder bringen, Essensvermehrungen, etc. etc. Die Not haben wir nicht, darum sehen wir es auch nicht, weil wir halt durch die Not auch nicht so auf die Knie oder ins Gebet getrieben worden sind. Mhm. Wie handhabst du das in der Schweiz? Bist du vom Gefühl her genau gleich im Glauben und genau gleich dran und bittest genau gleich, auch wenn du jetzt die Not nicht siehst? Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht unter die Glocke komme, wenn ich in der Schweiz bin, dass ich anfange nachzulassen im Glauben. Weil im Ausland ist es schon so, du hast immer wieder mal einen Berg von Not vor dir und wenn Gott nicht eingreift, dann geht der Berg nicht weg. In der Schweiz kannst du die Berge umgehen, die kannst versichern, die Berge, die kannst, irgendwie geht es schon, aber dort geht es eben nicht. Und ja, für mich ist nach 30 Jahren Christi das Thema Gebet hat so ein bisschen wie ein Revival bekommen. Für mich ist etwas, wo ich muss sagen, nein, es ist alles in unserem Christenleben sollte mit Gebet anfangen, sollte mit Gebet enden. Das ist das A und das O von allem. Ohne Gebet geht schlichtweg nichts mehr. Ich bin vom Typ her ein Macher. Ich tue lieber etwas machen, als lange für etwas beten. Aber ich habe auch müssen schmerzlich erfahren, häufig, dass was nicht im Gebet geboren, gezeugt worden ist, das ist schlussendlich nur menschliches Händewerk, oder? Ja. Spannend. Da kann ich übrigens gerade noch Werbung machen für unsere Gebetsserie, die momentan läuft. Also schalt du die nächsten Sonntag unbedingt wieder ein. Wir haben eine Unser Vater-Serie. Ja, Sascha, wenn du jetzt im Gebet gerade mal nicht überkommst oder eben auch wenn du sagst, wenn du selber Hand anleihst und findest, jetzt mache ich und da mal frustriert wirst oder nicht gerade überkommst, was du willst oder keine Antwort von Gott überkommst, was machst du denn? Verschiedenes. Erstens, glaube ich, müssen wir uns befreien von dem, dass ich musste lernen, vielleicht auch beten. Lernen, effizient beten. Ich habe mich schon vielmals dabei ertappt, wenn ich betet habe und Sachen Gott erklärt habe und ausgemalt habe. Sachen, die er eh schon besser weiß als ich. Und das ist kein Effizienzgebet. Effizienzgebet heisst, dass Gott auf jede Realität vom Leben hat Wahrheiten im Wort Gottes drin. Die muss ich finden, die muss ich bewegen in meinem Herz, da muss ich darüber nachdenken und dann fange ich an von Wort Gottes beten, im Herzen glauben, mit dem Munde bekennen. Das ist sicher etwas, wo man wissen muss, dass jedes Wort, das von Gott kommt, geht aus, kehrt nicht leer zurück, sondern tut, wozu es berufen ist. Für einen persönlich Sachen zu hören im Gebet, ist immer am herausforderndsten, weil da mischt sich natürlich Emotion rein und dann, wenn ich auf keine Antwort komme, dann bin ich häufig Leute, die meine 2, 3 besten Freunde an, die ich weiss, die haben auch gelernt, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Denen gebe ich dann einen Auftrag, mal eine Woche lang reinzuhorchen und mir dann ein Feedback zu geben. Und wenn dann von diesen 3, 4 Freunden alle 3 oder 4 in die eine Richtung zielen, dann weiss ich, das ist der nächste Weg. Vielleicht sehe ich nicht die 2, 3 Fußstapfen, aber ich sehe vielleicht die nächsten Fußstapfen von uns, den nächsten Schritt, was zu tun gilt. Und zudem denke ich, ist auch wichtig zu sagen, im Gebet gibt es nicht ein Nein. Im Gebet sagt Gott Ja
noch nicht oder ich habe etwas Besseres vor. Also ich glaube, Gebet ist etwas, wo der Heilige Geist zuerst bei uns initiiert. Er leitet uns eine Last aufs Herz und wir fangen an, in die Kommunikation mit Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist eintreten. Und wir fangen an einen Punkt an, wissen nicht, wo es endet. Aber der Prozess, wo man im Gebet geht, der ist faszinierend, wie man näher und näher ans Vaterherz herkommt und wie der Vater anfängt, einem Sachen aufzuzeigen und wie man anfängt, plötzlich Sachen im Geist zu sehen. Und ich glaube, Effizienzgebet ist nicht einfach aus dem Kopf rausbeten, sondern das, was man in der Beziehung im Geist mit Vater gesehen, was Vater einem aufgezeigt hat, wenn man in die Richtung geht, wenn man das anfängt zu beten, was Gott auf dem Herzen liegt. Also eigentlich eine mega Zusage, wenn du sagst, das Gebet sagt entweder ja, noch nicht oder ich habe noch etwas Besseres vor. Eigentlich mega schön, wenn man das wissen dürfen und so auch im Gebet bleiben und gerade auch mit Freunden sich dort Unterstützung suchen. Unbedingt, ja. Sascha, wir hören dich jetzt dann gerade noch in unserem Missionsgottesdienst. Du darfst Predigt haben bei uns. Willst du uns einen kleinen, kurzen Vorgeschmack geben auf nachher? Ja, also wie gesagt, das Thema ist Gebet. Und Gebet hat immer Hand, Gebet hat immer Füße und Gebet hat immer ein Maul. Ich tue uns ein bisschen provozierend, sage ich glaube, ein Gebet ist nicht in sich abgeschlossen und erfüllt, wenn man die Möglichkeit hat, aufgrund des Gebets etwas zu bewirken, mit meinen Händen, mit meinen Füßen, mit meinem Mund, dann ist das Gebet nicht zu 100% in sich abgeschlossen, also nicht vollendet. Darum, immer wenn ich für etwas bete, versuche ich auch, wie kann ich das nachher auch praktisch umsetzen. Also ich freue mich jetzt schon auf die Predigt. Danke, bist du da. Und danke, bist du bei uns in der Stube da gewesen. Herzlichen Dank dir. Danke vielmals auch, Leona. Ja, wir dürfen jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Leute bei uns in den Saal hineinlassen. Und nachher geht es weiter mit dem Missionsgottesdienst. Schön, bist du in der Stube dabei gewesen. Bis später.